Im Android App Store gibt es jetzt die Master Jam Witze App. Jeden Monat ein Update mit 100 neuen Witzen. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Gute Freunde kümmert es nicht, ob deine Wohnung aufgeräumt ist. Hauptsache, es ist genug Bier im Kühlschrank. Nennt mich kindisch, aber die Ankunftszeit des Navis zu unterbieten, ist mein Extremsport. Es gibt Menschen, die Ikea verlassen, ohne ein Softeis oder ein Hotdog gegessen zu haben. Sind die krank? Man kann sich an allem gewöhnen. Sogar an dem Dativ. Wenn ich mir jetzt kein Bier reinhauen würde, dann würde ich dir eine reinhauen. Als ich ein Kind war, habe ich meinen Schwestern den Badeanzug gestohlen und so getan, als sei ich WWE-Wrestler. Die meisten WC-Schüsseln sind aus Porzellan. Wieso nennt man Kloster nicht Popozellan? Wenn die Tür quietscht oder sich nicht schließen lässt, liegt es entweder am Scharnier oder an der Katze. Heute sind wir mit unseren Gedanken bei den Menschen in Gelsenkirchen. Es ist zwar nichts passiert, aber die armen Schweine leben dort. Liebe Grüße an Herrn Justein. Ich fänd's geil, wenn Menschen mich anstatt mit ihrer Dummheit mal mit einer Torte überraschen könnten. Wenn man Munition kaufen will, dann sind alle Preise ohne Gewehr. Wenn die Lippen die gleiche Haut wie der Anus haben, heißt das, Arschhaare sind wie ein Bart? Memo an mich. Lächeln, umdrehen, Augenrollen, nicht umgekehrt. 5 von 6 Leuten finden russisches Roulette lustig. Früher war leck mich ein Schimpfwort, heute ist es eine Bitte. 6 mal 9 plus 6 plus 9 gleich 69. Romantischer wird's heute nicht mehr. Wie kann ich erkennen, dass mein neues Sumsang Note für sage und schreibe 50 Euro ein Fake ist? Kindern kann man so viel mit auf den Weg geben. Den Hausmüll zum Beispiel. Ist schon mal jemandem aufgefallen, dass es 30 Grad Wäsche gibt bei 37 Grad Körpertemperatur? Ich würde dir etwas kochen, aber ich sehe, dass es dir schon schlecht genug geht. Babyroulette. Das gefütterte Baby bei der Familienfeier herumreichen. Wer angekotzt wird, hat verloren. Wenn du nicht wolltest, dass ich bei dir einziehe, warum hast du denn das Fenster offen gelassen? Wir sind jetzt übrigens die betrunkenen Tanten und Onkel auf den Familientreffen. Scheiße! Das ist einfach wahr! Es ist einfach wahr! Wenn mein Bruder es mal hinkriegen würde, ein Kind zu kriegen, aber... Kennst du den Unterschied zwischen einem Chef und einem Kondom? Es gibt keinen! Beide sind nötig, aber ohne wäre schöner. Aber warum glauben die Leute eigentlich, dass Jesus zurückkommt? Der wurde doch nicht an einem Boomerang genagelt. Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!